Das ist Familie Brauer aus Berlin. Zumindest ein Teil davon. Denn die Brauers sind eine Großfamilie. Vater, Mutter und 8 Kinder. 7 Jungs und ein einziges Mädchen. Im 2-Jahres-Abstand sind die Kinder geboren. Brian, 15 Jahre. Dean, 13. Nolan, 11. Tristan, 9. Raven, 7. Evan, 5. Logan, 3 Jahre alt. Und dann kam die kleine Peyton. Die sagen auch immer, wenn jemand kommt, das ist meine Schwester. Ganz stolz sind sie dann natürlich auch. 6 Monate ist Peyton inzwischen alt. Ihre großen Brüder sind ganz verliebt in sie. Man kommt auch immer so neugierig. Und sie lacht auch voll oft. September 2014 treffen wir Familie Brauer zum ersten Mal. Mutter Diana ist im 8. Monat schwanger. Für Vater Achim geht ein großer Wunsch in Erfüllung, dass nach 16 Jahren endlich doch noch ein kleines Mädchen unterwegs ist. Insgeheim wollte ich immer ein Mädchen, ja. Zu den ganzen Jungs wollte ich auch mal ein Mädchen haben. Und ich bin froh, dass es jetzt geklappt hat. Der Alltag der Familie Brauer ist streng geregelt. Jeden Morgen, wenn die Großen in der Schule sind und die Kleinen mit ihrer Mutter auf dem Weg zum Kindergarten, kümmert sich Vater Achim um den Haushalt. Der Busfahrer ist zurzeit freigestellt, um seine Frau zu unterstützen. Denn bei 7 Jungs fällt einiges an. Täglich wird gewischt und gesaugt. Das ganze Haus, 3 Etagen, 6 Zimmer. 2 Maschinen Wäsche fallen jeden Tag an. Bei dieser Menge wird sogar das Trampolin zur Wäscheleine umfunktioniert. Und damit keine unüberwindbaren Wäscheberge entstehen, hatte Mutter Diana eine Idee. Wir haben uns mal vor Jahren einfallen lassen, dass wir eben die Kinder wirklich eben von den Farben her immer gleich anziehen. Also zum Beispiel Montag jetzt als Beispiel haben sie alles in Blau an, Dienstag ist Gelb dran oder am Mittwoch kommen jetzt eben die grünen Sachen. Ja, und so habe ich immer abends wirklich eine Waschladung und die wird dann halt auch weggewaschen und so bleibt nichts liegen. Hier zum Beispiel ein grüner Montag, ein blauer Freitag und ein roter Samstag. Die Kinder kennen die Regeln im Hause Brauer genau. Jeder weiß, was zu tun ist, wenn er nach Hause kommt und das Haus betritt. Wenn wir nach Hause kommen, dann stellen wir die Schuhe in den Schuhschrank. Dann nehmen wir die Schuhmappe mit rein in die Küche, packen unser Essen und Trinken aus und dann nehmen wir die hoch in unser Zimmer. Alle Kinder helfen im Haushalt mit. Auch das funktioniert ohne Ansage. Fürs tägliche Kochen ist Mutter Diana zuständig. Extra Würste gibt es nicht. Ich mache immer nur ein Essen. Es kann mal sein, dass der eine zum Beispiel kein Rotkohl mag. Dann hat er Pech gehabt, der isst ja kein Rotkohl. Aber ansonsten, ich mache nicht 2, 3 Essen. Die 7 Jungs freuen sich riesig auf ihre kleine Schwester. Vor allem Dean sieht sich schon in der Beschützerrolle. Er hat sogar die Mädchenkleider mit ausgesucht und vorsortiert. Also als Babys finde ich die Mädchensachen irgendwie schöner, weil die auch mehr, also sind halt mehr rosa und so Rock und sind noch stylischer aus. In 4 Wochen ist der errechnete Geburtstermin. Dann bekommt der Jungsvater endlich auch eine Tochter. Und der steht einiges bevor. Also ich würde sie jetzt nicht so erziehen, dass es halt eine Prinzessin wird. Nee, also eine Sonderrolle kriegt sie nicht. Ich denke mal, die wird so integriert werden mit den anderen. Halt, die anderen werden die Kleine erziehen. Jeder nimmt sie mal auf den Arm oder ins Zimmer und spielt mit ihr. Und ja, da gibt es keine. Natürlich wird es ein bisschen vielleicht eine Prinzessin werden, aber nicht so, wie man sich das vorstellt. Die Brauer Jungs haben jedenfalls schon eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wie ihre Schwester werden soll. Ordentlich, so höflich und nett. Nicht so stänkert, nicht so viel. Und ein bisschen zickig, glaube ich sogar. Ich will jetzt nicht, dass sie so eine kleine Stänkerfratze wird. Und dann geht alles viel schneller als geplant. Am 21. September setzen bei Diana Brauer die Wehen ein. Einen Monat früher als geplant. Ihr Mann bringt sie ins Krankenhaus. Bis zur Geburt könne es aber noch einige Stunden dauern, sagen die Ärzte.
Achim Brauer will später wiederkommen und dabei sein, wenn es losgeht. Wir haben uns jetzt entschieden dafür, dass ich nach Hause gehe, meine Frau sich ausruhen kann. Und die Hebamme hat gesagt, sie soll ein bisschen schlafen. Ich muss mich um die Kinder kümmern zu Hause, falls einer wach wird. Doch seine Tochter hat es eilig. Während Papa Achim zu Hause seine 7 Jungs ins Bett steckt, bringt Diana Brauer ihr erstes Mädchen zur Welt. Die kleine Peyton ist da. 3715 Gramm. Sie ist schwerer als jeder ihrer 7 Brüder bei der Geburt. Also man hat wirklich schon Respekt vor der Geburt, echt. Also mit den Schmerzen her und klar steckt man dann immer wieder drin, wenn man merkt, jetzt kommt wieder so eine Wehe und dann weiß man wieder, oh, das kennst du alles schon und warum tut man sich diese Schmerzen halt immer wieder an. Aber ja, man sieht ja das Ergebnis, danach ist die Freude immer so schön. Dann hat man eigentlich den Geburtsschmerz echt wirklich vergessen. Nach 10 Tagen darf die Kleine nach Hause. Die 7 Jungs sind fasziniert und gehen ganz lieb und vorsichtig mit ihrer neugeborenen Schwester um. Auch die Eltern sind überglücklich, vor allem der stolze Vater. Ja, für mich ist es ein anderes Gefühl, dass es ein Mädchen ist. Irgendwie geht man da ein bisschen zaghaft damit um. Endlich hat es mit dem Mädchen geklappt. Ursachenforschung im Stern-TV-Studio. Was genau, Herr Brauer, haben Sie diesmal anders gemacht? Vielleicht war das Licht aus, ich weiß es nicht. Also, wir haben da kein Rezept gehabt. Nee. Gut, also es bleibt weiter ein Mysterium. Ja, es bleibt ein Geheimnis oder so, ich weiß es nicht. Frühjahr 2015. Die kleine Peyton ist inzwischen 6 Monate alt. Heute hat sie ihren ersten Kontrolltermin bei der Zahnärztin. Der gesamte Praxisbetrieb ist lahmgelegt, denn auch die restlichen Brauers müssen einmal im Jahr zum Zahncheck. Nacheinander geht's für die 10-köpfige Familie auf den Behandlungsstuhl. Das sind so 2,5 Stunden, was wir uns dann nur für die Familie Brauer dann kümmern. Hm? Zurück zu Hause ist Töchterchen Peyton total erschöpft und der Rest der Familie freut sich über die ungewohnte Ruhe. Ja, also man merkt doch schon den Unterschied zwischen den Jungs und ihr. Also die Jungs waren doch so pflegeleichter, die hat man halt so hingelegt, die haben doch mal mit sich selbst sich beschäftigt, ne? Aber sie ist halt doch so, hier bin ich und wenn ich jetzt gleich schreie, mich muss gleich jemand auf den Arm nehmen. Also sie ist ganz schön fordernd. Ja, ja, sie will auch wirklich permanent rumgetragen werden. Find sie ganz toll. Papa Achim hat genaue Vorstellungen, wie seine einzige Tochter später einmal werden soll. Meine Tochter soll liebevoll werden, so wie meine Frau. Wahrscheinlich auch fleißig wie meine Frau. Ah, bestimmt. Die Mädchen halten zusammen. Und anständig bleiben. So wie Töchter halt eben sind, anständig bleiben. Ja, das wünsche ich mir so. Ja, so lange blonde Haare, ja, wünscht ihr die am besten noch mit Locken und nachher Kleidchen und Papa geht einkaufen mit ihr. Ja, genau. Dass er so ein Papakind vielleicht mal wird. Noch stiehlt ihm allerdings der 13-jährige Dean die Show. Peyton ist ganz vernarrt in ihrem großen Bruder. Ich kümmere mich sehr gerne um sie. Warum? Na, weil sie immer einander lächelt und anguckt und so. Ist sie ja. Süß? Ja, sehr süß sogar. Ein kleines bisschen Prinzessin ist Peyton wohl doch im Hause Brauer. Und schon jetzt geht es ihr so wie ihren Brüdern. Sie fühlt sich am wohlsten, wenn die ganze Familie zusammen ist.